Hallöchen und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge OMG 2, dem Bus-Simulator, wie gesagt, bei uns bei der Rhein Silbergold. Ja, ich hoffe, euch geht's gut. Ihr habt alle einen schönen Donnerstag gehabt. Ja, wir werden auch gleich losfahren. Aber zumal hole ich mir erstmal neues Wetter. Ja. Auch immer noch mit der Sparkasse unterwegs. Trotz dass der liebe Justin uns hier noch ein neues Repaint gemacht hat. Auch erstmal ein Dankeschön an ihn. Und ja. Unser Rhein-Silbergold feiert unser einjähriges Jubiläum. Applaus, Applaus. Und ja, wir wollen am. Ja, also wir sind da noch am Deichseln, wann wir da zusammen mit euch das Einjährige feiern möchten. Und mein Vorschlag wäre ja halt quasi mit einer Leitstellenfahrt. Und ja. Ich hätte auf jeden Fall richtig Lust drauf. Morgen. Morgen. Hallo. Schön, dass ihr da Hallo. seid. Eine Hello. Tageskarte für eine Person hätte ich gerne. Gerne doch. Das ist mir viel zu kalt. Passen Sie mal die Temperatur an, guter Mann. Jo, du kannst auch gleich aufsteigen und schieben, alter Sack. Mein Gott, ey. Hi. Tut mir leid, dass ich gerade erst angefangen habe, aber na gut. Wer will denn noch? Wer hat noch nicht, ne? So, wir fahren die 211 Richtung Burastrosse. Ja, Burathaus. Und, ja. Während der da leise am Laden ist und endlich mal fertig geladen hat mit einer Minute, haben wir von außen noch einen schönen Screenshot. Sparkassenwerbe von neben Justin. Das ist übrigens einer der Busse, die ihr auch fahren könnt. Und ja. Ich bin auf jeden Fall mal kein großartiger Schaden hat an dem Bus. Der hat übrigens auch schon fast den Dienstag 13.000 Kilometer, also eine unserer ersten Busse. Und natürlich auch sollte er auch die ZZA dabei sein. Aber da bin ich bin da gerade noch mal ein OBS am Optimieren. Heißt, da wird es auch noch ein bisschen paar bessere Sachen geben. Vor allem gerade hier mit der größere Aufnahme. Also ich nehme hier fast schon, ich nehme hier mit einer größeren Bildschirmrate auf. 3000 noch Guten was Tag. mal so und so. Einfach mal zu wissen, wie sich denn das da abfühlt. Ja, also ein kleiner Frühdienst am Donnerstagmorgen. Und ich muss sagen, dass da ja noch einiges Neues kommt. Und ich natürlich das Ganze dann auch im Stream mal austesten werde. Dass es hier für den einen oder anderen Ruckler kommt, ja. Das wird schon passieren, aber mir geht es auch einfach darum, dass auch hier die Grafik da auch nochmal mitmacht. So. Hab ich keiner mit, das ist auch okay.
zumal es ja auch mit einer Einstellung mit dem neuen Curve Monitor 1000R ist. Also ich habe da auch noch ein bisschen in der vergangenen, also in dieser Woche noch ein bisschen an der Grafik rumgeschraubt. Der möchte auch nicht mit. Das ist auch okay. Ich meine, je schneller wir am Rathaus sind, desto besser ist es. Aber ja. So, ich habe ja erzählt, dass ich ja ein paar Grafik-Updates, ein paar sowie Video und Sound Schnappschüsse machen möchte. Das tue ich auch. Also ich habe jetzt ja auch die letzten Videos, die letzten Streams, deswegen, auch wenn es jetzt die Woche nicht zu viel war, mir mal ein bisschen angehört. Und ja, ich habe wieder ein paar Sachen im Hintergrund gehört, über das Studio, über das Mikrofon von Yeti Blue. Aber ich meine, das kann ich dennoch ein bisschen verändern. Und dann schauen wir halt mal. Ich habe jetzt aber erstmal beschlossen, da wird keiner mit, dass LS, OMSI 2 und ETS 2 jetzt erstmal nur als Video kommen. Bis ich all die Sachen, die jetzt auch bei LS jetzt im Vordergrund rücken, nicht so viel, wirklich viel ist. Und ich weiß, jeder guckt halt gerne die OMSI 2 Videos an. Auch die Verbesserung, auch mit dem ersten Jubiläum, was wir haben. Zumal auch die neue, der andere Kader nochmal da hinzukommt. Also erstmal auch vielen, vielen Dank für eure Unterstützung, für euren Support, dass OMSI 2 wirklich auch Sache der RSG hier richtig gut mitmacht. Das freut mich richtig und ja, deswegen wollen wir gerne auch nochmal so eine Leitstelle machen. Mal gucken. Freitagabend wäre so ein Termin, der machbar ist, deswegen kommt auch schon, wie gesagt, am Donnerstag jetzt, also jetzt hier heute Morgen Donnerstag die Folge raus. Und ja, dass wir für Freitagabend quasi ein bisschen was zu tun haben, weil ich bin auch, wie gesagt, ich bin auch gar nicht wirklich fit. Deswegen werde ich noch einige Sachen, oder werde ich noch ein paar Sachen platt sein. So. Ne, ihr wisst was, ich bin in Depression, bin noch nicht ganz kleiner Aufbau. Wie gesagt, das Video auf Videos aufnehmen, Video streamen, Streaming generell. Das baut mich auf jeden Fall auch auf. Einfach wieder die Struktur die Struktur einfach mal wieder reinzukommen. Da unsere Kontrolleurin, die liebe Ronja, aktiv dabei ist, sich hoch zu verbessern, was auch sehr gut ist. Ja, bin mal gespannt, wie das da sein wird. Nächste Haltestelle, Schlossstraße. Das Schlösschen. Ja, was habe ich denn heute für ein Thema für euch? Ist eine gute Frage. Ich habe mir da schon, also es vorbereitet habe ich schon. Aber ich glaube, das wird eher so auf die trockener Stoffohren kommen. Denn, ihr wisst ja alle, ich habe jetzt ab 1.1.
neuen Job angefangen. Es geht auch soweit gut. Wie gesagt, bis auf meine Depression, das habe ich auch im LS-Video schon vorher gesagt, was da, wie das da abläuft. Jetzt ist es bloß dran, dass ich mich die nächsten Tage wirklich oft bemüht habe, Termine bei einer Psychologin zu bekommen, um natürlich mehr professionelle Hilfe zu geben. Ah, ja. Da bin ich gespannt, wie das da abläuft. Ja, leider ist es so, ich warte halt immer noch. Auch wenn wir jetzt schon Donnerstag haben, auf eine Rückmeldung. Ich gucke schon die ganze Zeit hier oben auf meinem anderen zweiten Bildschirm, dass ich da die eine E-Mail-Adresse noch bekomme. Oder besser gesagt, eine Benachrichtigung. Und solange werde ich mich jetzt auch erstmal krank schreiben lassen. Das heißt nicht, dass ich nicht arbeiten gehen will. Ich kann halt bloß nicht mich auf so viele Sachen konzentrieren. Wenn es dann heißt, ich krieg dann wieder Kopfschmerzen. Leider weiß ich auch, dass ein guter Kumpel von mir die Videos von mir nicht anschauen wird, auch wenn sie kurz sind. Aber dann wüsste er auch, wie es mir gleich gehen würde. Aber ja, wie gesagt, das sind halt, wie ich finde, gute Videos versteckt, die ich auch ziemlich im Kurzen halten möchte, auch wenn es dann wieder ein Zweiteiler wird. Aber, ja. Die YouTube-Community weiß dann auf jeden Fall, was mit mir los ist. Ne? Deswegen, Freunde, ich freue mich auf jeden Fall immer wieder auf so viel Aufrufe, auch mit der Verbesserung mit dem CCA, Sulzig-Anzeige. Und, wie gesagt, da werden wir uns auf jeden Fall auch noch was verbessern, was Neues anschauen, auch noch ein bisschen was angucken. Guten Morgen. Ich möchte Verbesserungen in den Stream reinbekommen, um die Qualität zu optimieren. Wenn ihr sagt, ja, das gefällt mir auch, dann supportet mich gerne, teilt gerne das Video, damit ich hier auch hier auf den Kanal höher im Ranking komme und natürlich auch mit euch dann gemeinsam auch Spaß haben kann. Heißt natürlich auch, dass Ende April, wie ich schon angekündigt habe, auf beiden Plattformen streamen werde. Aber videotechnisch ich das Ganze nur auf YouTube aufnehmen werde, auf Twitch aufnehmen werde, für die Videos am nächsten Tag. Daher ist jeder gerne dabei, jeder, der es sein möchte, willkommen. Vielleicht bist du auch noch nächstes Mal auch im Stream dabei. Das würde mich auch gerne einfach freuen. Aber bedenkt bitte, dass bei mir im Dorf noch Bauarbeiten sind wie ein Glasfaserkabel und ich mir auch ziemlich viele Angebote momentan angucke, um besseres Internet zu haben, bessere Funktion für gewisse Streams zu perfektionieren. Und ja, damit ich euch, für euch, mit euch zusammen guten Content bieten kann. Ja, es gab nämlich auch ein Update für Rhein-Silber-Gold mit den Bussen. Die werden wir uns ja auch dann dementsprechend mal anschauen. Ich bin gerade immer noch motiviert, dabei ein paar Videos aufzunehmen. Weil ich auch irgendwann mit YouTube meine Videos quasi montanisieren tue oder möchte, um für euch, oder wenn das dann alles mal klappt, die Themen für euch zusammen quasi eine Investition für einen guten Zweck machen zu wollen. Aber gerne doch. So. Das ist so, was auch Ende dieses Monats auch quasi anlaufen wird, weil ich mit YouTube Geld verdienen. Ja, möchte ich. Möchte ich mit Twitch Geld verdienen? Ja, möchte ich. Wird dafür Werbung eingeblendet? Ja, das wird kommen. Jetzt bitte nicht negativ sein, aber das sind halt quasi Spenden, die ich für einen guten Zweck einfach finde. Nicht für mich, sondern für die Community, Giveaway zu starten, dem Glücksrad,
Geschwisterstraße. Nächste Haltestelle, Ringstraße. Um natürlich auch mit euch eine weitere Community aufbauen zu können. Ich möchte wachsen, ich möchte professioneller werden. Und ich habe meine Brötchen verdient, ich habe meinen Teilzeitjob, ich habe meine Zeithunger. Selbst da dieses Geld, ne? Also wie gesagt, geht alles. Verdient, also für das geht quasi der Kanal drauf, ne? Also das sind so die dritten Pfeile. Guten Morgen. Guten Morgen. Und dann schauen wir einfach mal, wie es da halt so weiterläuft. Gedanken dazu habe ich mir auch schon gemacht, mir ein paar neue, was heißt Einrichtungen? Ich habe mir ein bisschen was gedacht, was wir machen könnten, wofür wir das ganze Geld spenden können. Und ja, in Sache Depressionen, wie bei mir halt gerade aktuell nächste sind. Nächste Haltestelle, Bärtlicher Straße. Ich möchte einfach, dass da noch ein bisschen besser geforscht wird. Da gucken wir einfach mal, wie es da quasi abgeht. So. Haben wir schon wieder 3 Minuten Verfrühung. Guten Tag. Da irre ich mich gerade. Ist auch wieder voll der Hammer. Ja. Muss gerade mal gucken. Ja, 2 Minuten. Nächste Haltestelle, Egonstraße. Bin jemand raus, ja. Schauen wir mal. Bloß nicht zu langsam. Ach, den Namenbegang nehmen wir jetzt noch mit. Schönen Sonnenaufgang. Nächste Haltestelle. Der lübt. Egonstraße. Ja, aber hallo. Egon Balthasar, da wollten wir auf jeden Fall, ne? Nächste Haltestelle. Ambachlauf. Ja, auch wieder zu spät. Die Anzeige. Naja. Nächste Haltestelle. Stifterstraße. So. Das wäre auch mal rein. Guten Morgen. Feuerwehr. Diese zuverlässig. Es geht auch schon Mülleimer an der nächsten Haltestelle. Gebrannt. Morgens um die Uhrzeit, ey. Hauptsache Mülleimer, der brennt. Nächste Haltestelle, St. Michaelstraße. Dann nehmen wir doch die hier mit. Nächste Haltestelle. August Schmidt Platz. Hallo? Ein Kinderticket. Schon? Danke. Ah ja.
Dafür darf man es jetzt nicht kleinlich haben. Passt dann schon. Nächste Haltestelle. Valentinstraße. Umsteigemöglichkeit mit der... Gott, was fährt da? Die 244? So, jetzt höre ich gerade wieder im Hintergrund, da geht's wieder gut bei beim Discord ab. Kriegt man wieder jede Menge Nachrichten. Jo. Moin. Ja, ein anderes Thema habe ich auch noch, was mich ein bisschen zur Zeit beschäftigt. Ihr wisst ja, ich habe ja dieses Drei-Säulen-System. Säule 1, wenn man Teilzeitjob, dass man die Fixkosten gedeckt sind, mit ca. 120 Stunden. Nächste Haltestelle. Also mit genau 120 Stunden, Mindestlohn 12,50 €. Fixkosten 850. Könnt ihr euch ja ausrechnen, wie viel ich dann daraus verdiene, bekommen. So. Mein Zeitungsjob, das Samstag und Sonntag, das sind zwei Bezirke, 287 €. Das ist die Säule 2. Säule 3 ist YouTube und Twitch. Ich arbeite quasi für mit Säule 1 und Säule 2 für Säule 3. Das alles zu finanzieren zu können. Und Unterstützung zu bekommen. So. Ich bekam jetzt letzte Woche Sonntag, oder gesagt, ja, doch, letzte Woche Sonntag, eine positive Rückmeldung von meiner Bezirksleiterin, wo ich Zeitung austrage. Das finde ich toll, das finde ich super, dass man dran denkt, hey, Herr Bart, Sie machen das gut, wir sind zufrieden, es passt. Auch vom Kollegen her, gute Empfehlung, das war okay. Und ihr wisst, Samstag und Sonntag, oder Sonntag, wenn ich Zeitung austrage, ist das für mich so ein Ausgleich für das, was ich unter der Woche quasi arbeite. Ja, an der Tankstelle, mit den Kunden, als Verkäufer, hast du nicht gesehen. Das ist wichtig, Morgen, dass ich diesen Ausgleich habe. Mit den Zeitungen. Weil ich ja vormittags da quasi mit euch ja im Upstream bin. Oder für euch da sein bin. Nur habe ich das Gefühl, dass von der Säule 1, von dieser Arbeit, also was ich erfahren habe, dass sich jeder aufregt, dass ich jedes Mal ein freies Wochenende habe. Ein freies Wochenende. Seht ihr die Ironie? Ich arbeite Samstag und Sonntag. Und danach arbeite ich hier weiter für Twitch und für den Stream. Warum ich das Arbeit nenne, ist eigentlich ganz klar. Ich möchte weiter hochkommen, ich möchte weiter vorankommen. Nur lasse ich das nicht. Also erstens, sie gönnen es, sie respektieren das nicht, dass ich Zeitung am Austragen bin. Sie respektieren es nicht, um dass ich das brauche am Wochenende, mein Geld oder das, was ich da habe, zu finanzieren. Nächste Haltestelle. Um dann hören zu müssen, ja, du musst auch einmal auch an einem Sonntag arbeiten. Dann habe ich mir nur gedacht, meine Lieben, solo läuft das nicht. Ich habe gesagt, ich arbeite viermal die Tage unter der Woche. Samstag und Sonntag habe ich meine Zeitung zu machen. Punkt. Und ich gehe nicht 10 Stunden am Tag arbeiten. Das ist nicht möglich. So kommen wir wieder auf das Thema meine Depressionen zurück. Und ich habe es auch noch ganz klar gesagt. Es ist nicht möglich. Nächste Haltestelle, Felsenstraße. Sie wollten es nicht verstehen. Oder die wollen es einfach nicht verstehen. Wobei meine Chefin es einfach versteht. Selbst der Juniorchef. Also was mache ich jetzt?
Habe ich mir auch in den letzten Tagen, also ihr wisst ja, Montag, Dienstag, Mittwoch, wo ich das so kaputt ging, mir Gedanken gemacht. Also auf der einen Seite könnte ich sagen, hey, ich könnte kündigen, oder ich soll mich kündigen, und ich gehe wieder aufs Bürgergeld runter, wobei ich halt dann nur 100 Euro mehr dazu verdiene. Momentan verdiene ich halt ein bisschen mehr als sonst. Warum soll ich es ja auch nicht nutzen? Auf der einen Seite, wenn es mir schlecht geht, klar, meldest du dich krank, tut's weh, ja. Aber es kann nicht ewig so weitergehen, weil ich bin ja auch auf diese Säule 1 angewiesen. Oder suchst du dir einen anderen Job? Such dir mal einen anderen Job, ja, alles schön und gut. Oder du regelst es wirklich mit der Chefin, dass du wirklich sagst, hey, es geht am Wochenende einfach nicht, weil da einfach zu viel los ist. Und ich einfach diesen Ausgleich auch. Diesen Plan werde ich mal verfolgen. Ich werde mit ihr mal drüber reden. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob das dauerhaft dann halt eine Lösung ist. Weil es brodelt in der Küche. Und wenn es bei uns auf der Arbeit brodelt, weiß ich nicht, wie lange das dann noch gut geht. Und deswegen war das auch so ein äußerlicher Einfluss, wo mir ein bisschen aufs Gemüt geschlagen hat. Aber das ist ein anderes Thema für... ein anderes Thema für einen anderen Streamchen. Aber es ist halt Fakt. Mir ist es aufgefallen, darüber geht es mir nicht gut. Es geht mir auch darüber auch nicht wirklich gut. Da stehe ich auch wirklich blöd da. Und ich weiß, jeder hat so sein Recht aufs Wochenende. Ja. Mein Gedanke war wirklich schon, einen anderen Job zu suchen. Weil ich ganz genau gesagt habe, ey Leute, ich mache nur 120 Stunden. Plus minus einen Tag. Und wenn das ihr nicht verstehen wollt, dann haben wir halt ein Problem. Und ihr habt dann einen Kollegen, der dann direkt sagt, ja, dann trage ich dich direkt für Sonntag ein. Wow, Sonntag, wenn ich meine Zeitung mache. Direkt mir meinen Nebenjob kaputt zu machen. Echt respektvoll. Ich weiß nicht, was ich von der Aussage halten soll. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ey. Ich kann es deswegen auch nicht im Livestream sagen. Weil das halt einer meiner Mods halt ist. Das wird halt schon ein bisschen schwer. Ich habe so eine Situation auch nicht gehabt. Ich kann mit so einer Situation auch ehrlich gesagt jetzt nicht umgehen. Deswegen will ich mir dadurch auch Hilfe holen. Deswegen spreche ich es ja auch im Video an, was ihr dazu meint. Ich hab da ja gar nicht zu halten, ey. Ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll. Noch die 3 Stunden, wo ich jetzt in dieser am letzten Sonntag gearbeitet habe, bin ich mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Weil meine Freundin hat selber gemerkt, dass ich nur noch weg wollte. Naja, wenn du dann so eine Situation hast, was möchtest du dann tun? Was sollst du machen? Sagen, hey, ich habe keinen Bock, das geht einfach jetzt nicht mehr. Oder du hältst noch so lange durch. Oder du opferst einen Teil von deinem Austragungsgeld und arbeitest dann quasi nur 3 Tage Woche. Weil für mich ist halt so der Plan, klar, eine 3-Tages-Woche wäre für mich vielleicht besser. Dann könnte ich zweimal die Woche Ganztagsstream machen. Erhöht zwar im gewissen Bereich die Kosten, sind aber gedeckt.
Also was machst du in dem Fall? Nächste Haltestelle, Gelsenkirchen-Ruhr Rathaus. Dann stehst du auch ja irgendwie doof bei den Kollegen da. Was mir eigentlich herzlich egal ist, ne? Weil ich weiß, was ich machen will. Ich habe mein Ziel und das werde ich auch durchziehen, ne? Wenn ich halt da ein bisschen halt mehr Geld brauche, dann ist das so. Ja, Kollege, hätte ich auch warten können, eigentlich, bis ich drüben bin. Mann. Ja. Also, was machst du jetzt? Ich habe viele Kontakte, mit denen ich darüber reden kann. Und ich bin auch ehrlich gesagt dazu geneigt, diesen Weg auch wirklich zu gehen. Weil es ist auch in dem Fall mein Konzept, was ich machen will. Jetzt mit 120 Stunden die ganze Woche vormittags zu streamen. Zwischen 7.30 Uhr und 8 Uhr. Ja, wisst ihr, was dann abgeht? Training ein bisschen für die LFM weiterzumachen. Mich aber ganz klar zu sagen, dass wir einmal die Woche an freien Tag komplett streamen werden und Samsung dann doch ein bisschen variieren, was ist da, was kam da. Ja. Das Neueste also. Dass man da ein bisschen, ja, wie gesagt, weiter vorankommt. Weil ihr wisst ja selber, je mehr mal aktiv ist, desto mehr Zuschauer bekomme ich. Und gerade bei der LFM ist das wirklich so ein toller Hype. Das gefällt mir wirklich. Und da schauen wir mal, wie wir das da machen können. Und deswegen, ja, ich brauche ungefähr für eine Aufnahme, was das Video betrifft, oder vor allem was für ein Video, fast 1,5 Stunden. Also ich schneide ja auch ein bisschen, klein wenig, oder sagen wir mal dieses Aufnehmen, Pausieren, gucken, was kann man da noch zusammen schustern, was interessant wäre, was gehen würde. Aber ich auch mir meine Notizen dann quasi mache für die nächsten Folgen. Ne? Also was ist das Ziel? Wohin gehen wir? So, was für Auswirkungen hat das? Ich glaube, mir sind jetzt eine zu schlecht gefahren, aber es passt schon. Naja, aber das alles werden wir dann auch mal zusammen im Livestream drüber reden. Und meine Lieben, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Habt einen schönen Tag. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Euer Bartolo. Ciao, ciao.